Fernsehen und CDs und Kassetten und Radio und Schallplatten kann ich schon. Ich kenne RTL 2, Kabel 1 und Galileo. Ich höre sehr viel Radio, aber nicht immer, halt wenn es einem langweilig ist oder halt man im Auto sitzt, da kommen halt so Lieder und ja, da gibt's halt Nachrichten und dann gibt's Verkehr. Erfahrungen mit Medien sammeln sie jeden Tag. Die Schüler der 9. Klasse an der Bodelschwing-Schule in Nürtingen konsumieren sie wie jeder andere Teenager auch. Was allerdings dahinter steckt, ist vielen von ihnen noch unklar. Das Projekt Radio im Klassenzimmer der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung in Baden-Württemberg, kurz LKJ, soll das jetzt ändern. Medienreferent Albrecht Ackermann hat schon vielen Schülern das Medium Radio näher gebracht, auch an Sonderschulen. Das sollte man nicht unbedingt vergleichen, ja, weil die Voraussetzungen einfach andere sind, da muss man ein bisschen anders herangehen. Aber so wie es jetzt heute gelaufen ist, bin ich sehr zufrieden. Referendar Moritz Niethammer hat eine Initiative gestartet, die mehr Medienbildung in die Sonderschule bringen soll. Und so das Projekt Radio im Klassenzimmer an seine Schule geholt. Eine zielgerichtete Auseinandersetzung damit findet häufig nicht statt. Und ich glaube, dass eine Schule sich eben mit diesen Anforderungen auseinandersetzen muss und in Richtung Medienbildung eben auch was tun sollte. Die Schüler legen sich mächtig ins Zeug. Einen kompletten Radiobeitrag sollen sie heute produzieren. Dazu muss erst einmal ein Thema her. Die Berufsschulstufe. Nächstes Jahr werden sie selbst in dieser Klassenstufe sein. Dort übernehmen die Schüler verschiedene Aufgaben, beispielsweise im Schulcafé, und werden so an einen Beruf herangeführt. Wir haben überlegt, was wir Berufsschulstufe sagen wollen. Und dann haben wir Fragen gestellt. Die haben uns gesagt, wie der Arbeitstag so ist, wie oft und wie lange, und was so die Aufgaben sind. Wie man mal später irgendwo wohnen kann, wie man arbeiten kann. Mit dem gesammelten Material geht es dann an die Computer. Schließlich ist das so noch nicht sendetauglich. Also jetzt im Moment tun wir gerade die Interviews schneiden. Da hinten ist ein Computer, also ein Laptop, und da sind dann so Linien und da sind dann die Sprachen drauf und da wählt man dann auf, was gut ist und was nicht gut ist. Was nicht gut ist, das wird ausgeschnitten. Am Ende entsteht ein richtiger Radiobeitrag. Er soll nach Abschluss des Projekts beim Sender Big FM laufen. Nicht nur für die Schüler, auch für die Betreuer ist das ein echter Erfolg. Der eine lernt vielleicht, sich in den Zuhörer hineinversetzen zu können. Worauf kommt es an beim Radio? Was will ich transportieren? Für den anderen kann es wichtig sein, einfach eine Frage vorlesen zu können. Oder sich mal in der Rolle zu fühlen, so, hey, ich bin auch was wert. Ich bringe so einen Radiobeitrag. Die werden jetzt nicht Radiomoderatoren irgendwann mal werden, das ist klar. Aber sie können von sich selber viel entdecken. Also zum Beispiel kann ich die Fragen so stellen, dass ich auch halbwegs gute Antwort bekomme. Worauf kommt es da an? Also solche Dinge, das wird ausprobiert. Und da entdecken sie wahnsinnig viel an sich selber. Und was hat den Schülern selbst am meisten gefallen? Sie schneiden, ja. Also es war gut, zum Rausschneiden, ein bisschen abschneiden, gut gemacht und ja. Und dass du das auch mal selber erlebst, was sie auch die anderen Radiosendungen machen und so. Weil du hörst es ja nur im Auto, wenn du jetzt so Auto fährst, hörst du auch nur Radio. Und dann denkst du dir, wie machen die das und so. Und jetzt weißt du es selber, wenn du mal Radio hörst. Dass ich das mit meiner Klasse selber machen darf, das macht Spaß. Ich will auch das Radio weitermachen. Die Bodelschwing-Schule denkt übrigens tatsächlich darüber nach, das Projekt als eine Art Schulradio zu verstetigen. Eine Reporterin wäre schon mal sicher mit dabei.